Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly Podcast. Ja, wie immer mit mir, Daniel, dem Co-Host von dem Markus. Ja, hast du mal überlegt, das habe ich schon wieder variiert, oder? Es ist jedes Mal eine Herausforderung, wann ich hier einsteigen soll. Ich weiß, ich habe gerade deine Augen hektisch von links nach rechts schauen sehen. Jetzt ich, was? Wow, da bin ich, aber ich kriege das noch hin. Mir macht das hier größte Freude. Planlose Anmoderation. Aber eins muss ich erstmal sagen, bevor ich euch erkläre, was für Themen wir haben. Das wird jetzt so eine Art XXL-Nachrichten-Podcast, denn weil wir Eier suchen müssen am Wochenende, wird er extra groß, der Podcast. Und deswegen haben wir allerdings keinen Deep Dive diesmal, weil wir gesagt haben, wir wollen uns voll aufs Eiersuchen konzentrieren. Und deswegen ist das halt so. Ich hoffe, ihr könnt damit umgehen, dass ihr Ostern ohne uns verbringen müsst. Aber Ostern ist halt auch eine Zeit der Besinnlichkeit. Ich glaube, das war Weihnachten, aber ist egal. Auf jeden Fall, ihr schafft das schon. Donnerstag sind wir wieder da und wenn ihr uns bis dahin vermisst, könnt ihr euch einfach auch ältere Folgen anhören. Die sind ganz toll. Und natürlich nicht vergessen, uns gute Reviews zu geben. Da freuen wir uns auch. Also nur, wenn ihr 5 Sterne gebt, sonst hau ab. Und ansonsten auch das Glockensignal, wenn ihr Angst habt, uns zu verpassen. So, was haben wir jetzt in petto? Ja, ist so ein bisschen so die Woche der Verbote. Denn Elon und seine lustigen kleinen Freunde wollen alle sagen, AI? Nee, da machen wir jetzt mal Stopp. Haben wir gedacht, müssen wir ein bisschen drüber reden. Das klingt ein bisschen dodgy. Italien hat allen Ernstes ChatGPT verboten. Gesagt, basta. Während Paris sagt, ja gut, wir verbieten zumindest mal die E-Scooter. Während Bloomberg gesagt hat, wir nehmen das Momentum und machen unser eigenes Bloomberg GPT. Wir sind drauf gekommen, dass die Founder nicht alle ganz sauber in der Rübe sind. Markus hat das gerade so schön genannt, Neurodivergenz von Foundern. Und ich sage, die sind nicht ganz sauber in der Rübe, aber ich meine das jetzt nicht wertend. Wir sprechen darüber, dass Anyline eine sehr schwere Entscheidung treffen musste und dass bei Lead Horizon tatsächlich wegen Untreue ermittelt wird. Und irgendjemand hat allen Ernstes eine Rakete mit einem 3D-Drucker gebaut, 31,5 Meter lang, und hat es allen Ernstes erfolgreich ins All gefeuert. Sehr geil. Aber wir haben noch größere Rockstars, über die wir auch sprechen wollen. Ich würde sagen, auf los geht's los. Jetzt gibt's wieder News auf die Ohren. Ich dachte, ich mache das mal anders. Servus, Markus. Ich finde, ab und zu muss man auch so Dinge anders angehen. Was denkst du? Klingt gut. Finde ich auch. Servus, Daniel. Servus, Markus. Hallo. Ich meine, man muss ja auch immer zur Erklärung sagen, warum sage ich gerade Servus? Jetzt denkt man sich, was ist denn da los? Das ist ja eigentlich immer der Punkt, mit dem wir anfangen. Weil die Anmoderation machen wir immer als Letztes. Ich dachte, wir fangen mal an mit so einem Hose-Runter-Effekt für unser Publikum. aber das ist immer so, die meisten Leute denken immer zuerst, ja, ich schreibe als allererstes die Einleitung, wenn man so einen Artikel schreibt. Nein, mach das als Letztes. Schreib mal drauf los und dann mach die Einleitung. Das war bei mir zumindest so. Wie war es bei dir so, als du zum Beispiel deine Diplomarbeit geschrieben hast? Also ich habe sicher nicht mit der Einleitung begonnen. Ob ich sie ganz am Ende gemacht habe, bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube, ich habe mal so mit Begriffsdefinitionen begonnen, wochenlang und einfach Zeit verloren ohne Ende. Aber ich glaube zuerst Begriffsdefinition und dann aber auch ein Inhaltsverzeichnis und dann aber auch ein Abbildungsverzeichnis und ich war total glücklich, weil ich dann schon echt voll viel Seiten hatte. Mir dachte, ich komme da nie über 10 Seiten. Letztendlich waren es dann, glaube ich, mit Bildern und allem drumherum 159 Seiten und dann war ich echt so, oh, krass. Und als ich dann fertig war, hatte ich das Gefühl, ich werde erst langsam richtig warm. Aber ja. Warum wollte ich was anders machen? Weil ich finde, die erste News, über die wir sprechen, finde ich jetzt ganz interessant. Denn tatsächlich, die smartesten Innovatorinnen und Innovatoren der Welt fordern einen Innovationsstopp. Und das sieht man überaus selten, dass Innovatoren und Innovatoren sagen, Stopp, das geht mir jetzt zu schnell. Also das, ich habe jetzt schon eine Weile gegrübelt, wann das letzte Mal war, dass mir sowas untergekommen ist. Weiß ich nicht. Du, kannst du dich an so etwas erinnern oder jetzt so top of the head historisch betrachten, wann das passiert ist?
Ich schätze, es wird beim Thema Nuklearaufrüstung wird sicher mal passiert sein. Mhm. Und grundsätzlich gibt es, glaube ich, auch rund um die Corona-Impfstoff-Diskussion gab es dann schon auch ein paar offene Briefe, sicher nicht von den smartesten Menschen der Welt, aber wo man dann seine Meinung kundgetan hat. Mir wäre jetzt spontan die Formel 1 eingefallen, als sie die Ground-Effect-Autos hatten quasi. Die haben so viel Anpressdruck erzeugt in den 80er Jahren, dass es Piloten gab, die bewusstlos oder fast bewusstlos geworden sind. Und dann hat man gesagt, so, das wird jetzt ein bisschen zu schnell, lassen wir das Thema. Aber damals waren die Fahrer auch noch anders. Die hatten alle so richtig geile Oberlippenbärte. Dann sind sie ausgestiegen, haben mal kurz gehustet, haben sich ihre Marlboro angesteckt und haben nochmal ordentlich einen Kaffee gegen den Kater getrunken, sich übergeben und sind wieder eingestiegen. So war das halt früher. Nicht, dass das gut ist, aber gibt es den großen Keke Rosberg, der das auch immer so gemacht hat. Aber egal, jetzt gehen wir wieder zum Fokus. Eigentlich wollen wir über AI sprechen. Und Elon und Co. haben gesagt, Moment, wir wollen jetzt mal 6 Monate Pause machen, weil das, was da passiert, das ist jetzt echt ein bisschen spooky. Das geht uns mal zu schnell und wir als Menschheit brauchen mal ein halbes Jahr Pause, um mal zurechtzulegen, was denn da jetzt so alles ist. Das ist krass, oder? Also das ist richtig krass. Ja, ich fand das durchaus überraschend. Man muss natürlich dazu sagen, Elon war ja ein Mitgründer von OpenAI und wollte OpenAI dann, zumindest sagt man, 2018 auch mal übernehmen. Also dürfte einen gewissen Machtkampf gegeben haben. Und nachdem man das dann nicht übernehmen durfte, hat er sich auch aus dem Verwaltungsrat zurückgezogen. Also ich glaube, vielleicht ist da auch ein bisschen ein beleidigtes Ego dabei, dass da jetzt etwas so viel Aufmerksamkeit bekommt und so steil geht, wo nicht Elon draufsteht. Aber ja, es ist ja nicht nur Elon, es ist zum Beispiel auch Steve Wozniak dabei, auch ein bekannter Name. Und ich glaube, es zeigt, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt verändert, aktuell sehr hoch ist. So hoch wie schon lange nicht mehr. Es gab ja lange eine Meinung im Silicon Valley, dass eigentlich aktuell nur mal ganz wenig Innovation passiert und dass wir verlernt haben, wie es ist, Fortschritt zu machen technologisch. Und das ist jetzt definitiv die Antithese dazu. Also die letzten paar Monate zeichnen hier sicher ein ganz anderes Bild. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, okay, was bringt denn ein Stopp? Was bringt ein Stopp, wenn dann zum Beispiel in China oder in Russland oder wo auch immer weiter daran gearbeitet wird und dieser Wettlauf, den es sicher auch gibt, auch sicher im militärischen Kontext, dem wird man mit einem Stopp kaum begegnen können. Ja, da bin ich voll bei dir. Das war auch mein erster Gedanke, war dann, okay, den Stopp werden alle sagen, cool, und hinterm Rücken basteln sie alle weiter. Und das ist, glaube ich, so das Thema. Und das ist auch gerade angesprochen mit Elon und dem Machtthema. Ich habe dann irgendwo einen Tweet entdeckt von ihm, ich konnte ihn jetzt gerade nicht mehr finden, in dem er auch ein paar Mal so ein bisschen gegen OpenAI und Co. stichelt und sagt, Moment, ich dachte, das war doch Non-Profit und jetzt ist das plötzlich so und so viel Millionen wert, hunderte Millionen wert, was denn da passiert? Und es wirkt dann schon so, dass da jemand sagt, Moment, ich hätte gerne ein Stück von meinem Kuchen und ich zeige euch allen mal, wie stark ich bin. Weil klar, wenn man das Ganze mal anhält, dann können alle anderen A aufholen und B wird dieses immense Wachstum, und Wachstum ist ja gleich Kohle, wenn man das so sagen möchte. Und die Adoption Rates sind ja irre. In zwei Monaten 150 Millionen User, irgendwie so eine stupide Zahl. Klar, dass der Onkel Elon sagt, jetzt möchte ich mal dabei sein. Und nur für Kontext, es gibt Leute, die sagen, dass der KI-Markt so ungefähr 100 Milliarden Dollar wert ist. Echt persönlich, ich glaube, das ist eine Untertreibung. Ich glaube, der ist viel mehr wert. Nochmal mehr als das. Und jetzt sagt man aber, komm, das ist schon eine Menge Kohle. Ja, ich weiß, das sind eine Menge Lambos. Aber ich glaube, wenn man einfach sagt, dass man das gesammelte Wissen der Menschheit komprimieren kann und in einfacher Sprache zugänglich machen kann, dann ist das schon ziemlich, ziemlich gut. Und das noch dazu als in einem überzeugenden Output. Ich habe am Wochenende wieder ein bisschen mit ChatGPT gespielt. Das ist schon krass. Und einfach so die simpelsten Dinge und die Art, wie man es nachbessern kann und wie man es optimieren kann und wie man sein Leben einfach verbessern kann, das ist schon wild. Ja, klar.
Also ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, dass es natürlich viele Risiken birgt. Sehr viele sehr kluge Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, warnen, dass ein Kontrollverlust nicht unrealistisch ist und dass generell mit künstlicher Intelligenz natürlich viele Risiken einhergehen. Tyler Cowen hat allerdings, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, das ist genau das, was wir vorher auch gesagt haben, es ist nicht eine Frage, ob da jetzt was weitergeht, weil das wirst du nicht stoppen können. Es geht eher, glaube ich, darum, dass man sich daran gewöhnt, dass das jetzt schnell voranschreitet und dass man sich überlegt, wie kann man es steuern, sodass es eben nicht außer Kontrolle gerät, sodass es im Dienste der Menschheit passiert und wir nicht einen AI-Overlord irgendwann haben und die Menschheit dadurch ausgerottet wird. Und du bringst mich da auf meinen nächsten Punkt. Was ich schon ein paar Tage nicht mehr gehört habe, ist das Wort Ethical AI. Und das ist so das, worüber wir schon öfter gesprochen haben, diese ethische Komponente in der AI. Weil vielleicht für diejenigen von euch, die sich nicht zu oft damit beschäftigen, und ich habe ehrlich gesagt von AI auch nüsse Ahnung, aber ich glaube, wie fast niemand, um ehrlich zu sein, sozusagen auf diesem blauen Planeten. Aber eine AI ist ja nichts anderes als, du trainierst etwas darauf hin, ein Ergebnis rigoros zu verfolgen. Und du sagst dem Ding, wie wenn du einem Hund sagen würdest, hol diesen Knochen. Und der Hund macht nichts anderes als diesen Knochen holen. Jetzt ist aber das Problem, wenn du dieser AI sagst, hol den Knochen, und dann ist aber was im Weg, um diesen Knochen zu holen, dann ist das der AI vollkommen egal. Es wird trotzdem den Knochen holen. Und wenn du bei dieser Hund-Analogie bleibst, angenommen, dass zum Beispiel ein kleines Kind im Weg und du trainierst einen Pitbull drauf, diesen Knochen zu holen, dann wird der Pitbull das Kind umlaufen. Warum? Naja, es wurde ja nicht drauf trainiert, irgendwie rücksichtsvoll zu sein, sondern es wird diesen Knochen holen, so schnell wie möglich. Oder wenn du ein Auto drauf trainierst, dich so schnell wie möglich zum Flughafen zu fahren, dann wird es mit 300 wahrscheinlich durch den ersten Bezirk fahren und du wirst dich anspeiben von oben bis unten, weil es nicht drauf trainiert wurde, innerhalb von gewissen Normen und Regeln was zu tun. Das ist dann plötzlich Ethical AI, wo man plötzlich sagt, fahr mich so schnell wie möglich zum Flughafen innerhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung, ohne andere zu gefährden und ohne die und die G-Kräfte zu übersteigen. Und dieses Element, dieses Ethical-Thema, dieses ethische Thema, das habe ich noch gar nicht in dieser Chat-GPT-Diskussion gesehen. Und eigentlich müsste man sagen, dass es sozusagen wie eine Art AGBs ist. Bevor du mit ChatGPT arbeitest, da gibt es gewisse Regeln und innerhalb dieser Regeln darf das passieren und das gibt es gerade nicht. Und das macht es halt so saugefährlich, weil du könntest ja zum Beispiel auch sagen, ich übertreibe mal, einer AI besiege Krebs. Total wunderbares Ziel. Und die AI kommt drauf, am effizientesten ist es von den Kostenfaktoren her, alle, die Krebs haben, sofort umzubringen. Wow, würde man sagen, aber es war so gar nicht gemeint. Für die AI wäre das vielleicht das logischste, kosteneffizienteste Ergebnis. Und da haben wir jetzt den Salat, warum, glaube ich, ganz viele sagen, oi. Wir wissen auch nicht genau, was das Ding macht. Ja. Mein grundsätzlich, glaube ich, gibt es drei unterschiedliche große Risikothemen, die damit einhergehen. Das erste, und das ist jetzt schon sehr relevant, ist, dass du natürlich die Biases, die Perspektiven, die unsere Welt schon jetzt mit sich bringt, die nicht positiv sind, und die bringst du aktuell AI bei. Also das ist, je nachdem, welches Datenset du einer AI als Trainingsdaten gibt, genau da hast du sehr oft irgendeinen Bias drin und genau das führt dann dazu, dass gewisse Unfairheiten in unserer Welt dann relativ stark einzementiert werden. Ja. Und dann der soziale Wandel nicht mehr so einfach möglich ist wie jetzt, weil halt dann einfach eine AI über lange Zeit damit trainiert wurde. Das zweite ist, dass das natürlich AI eine Veränderung in unsere Arbeitswelt bringt und grundsätzlich hier halt für große Verwerfungen führen wird. Und wie die gemanagt, also das kann eine Riesenchance sein, das haben wir ja auch oft schon gesprochen, dass die ganzen Jobs, die niemand mehr machen will, dass die von AI gemacht werden, also alles, was repetitiv und langweilig ist. Aber gleichzeitig diesen Prozess zu managen und zu schauen, dass halt auch alle davon profitieren, eine Riesenherausforderung. Und dann das Dritte, und das ist, was du angesprochen hast, das ist halt so diese existenzielle Perspektive, dass man sagt, okay, wir Menschen haben wahrscheinlich über alle Kulturen hinweg ein paar ganz grundsätzliche
Normen und Werte. Ja? Und dann gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Kulturen, aber so, es gibt ein paar Dinge, wahrscheinlich kommen die Menschenrechte dem am nächsten, worauf sich schon der Großteil der Menschen einigen kann. Und die Frage ist, ist dann eine AI, die irgendwann mal gescheiter ist als wir, folgt die diesen Normen, folgt die diesen kulturellen Werten oder hat die dann ganz eigene Normen? Und dass man das verankert, dass man sagt, eine AI agiert in unserem Sinne auf der Basis unserer Normen, das glaube ich, wird eine wichtige und große Herausforderung. Ein bisschen schreiben wir uns ja unsere neue Religion gerade, wenn du so möchtest. Mhm. Und da müssen wir, ich glaube, die meisten, die das aber schreiben, sind sich dessen gar nicht so bewusst. Ein bisschen wirkt es so auf mich, stell dir vor, du hättest lauter unverheiratete, alte, männliche Jungfrauen, die komische Kleidung tragen, sich von Gold umgeben und probieren, anderen Menschen Beziehungstipps zu geben. Das macht ja auch keinen Sinn. Das würde man ja auch in der Form so gar nicht machen. Außer man ist die katholische Kirche. Aber komm, das musste ich jetzt kurz machen. Nee, aber zurück zu dem Thema. Ich glaube, dass halt gerade diejenigen, die das AI-Thema vorantreiben, Personen sind, die die Forschung verfolgen mit einer absoluten Begeisterung und das tatsächlich öffentlich sichtbar Personen, die aber sich um Normen und Regeln und ethische Themen kümmern, sehr fehlen. Und der Tristan Harris, der mit The Social Network, glaube ich, hieß das, damals sehr viel Aufsehen erregt hat, der ist jetzt auch jemand, der sagt, hey, komm, Leute wie wir fehlen in der Diskussion. Und das ist natürlich schon ein bisschen gefährlich. Und wenn man so möchte, ist es natürlich so, dass wir Menschen es auch geschafft haben, wenn man sich die Waffen ansieht, die wir Menschen über die Menschheit hinweg erzeugt haben, dann merkt man, dass uns genau dieses Schutzventil fehlt. Und wir haben Waffen erzeugt, ob das nun Atomwaffen sind, ob das chemische Waffen sind oder bakterielle Waffen sind, die so vernichtend sind, dass sie uns instant zerstören würden. So was haben wir. Und eigentlich müsste man sagen, das entwickelt man doch nicht, sondern man sagt, komm, das werden wir niemals bauen. Wir haben das gerade entdeckt. Das schmeißen wir jetzt in ein tiefes Loch und das Wissen wollen wir nicht. Stattdessen haben wir es entwickelt und es ist in irgendwelchen Arsenalen. Und so befürchte ich das halt auch mit ChatGPT. Aber ist natürlich auch eine riesengroße Opportunity. Denn würde man das verbieten, wäre das relativ schlecht. Das wäre ein bisschen so wie die Stallstrategie von Ferrari, die es zurzeit auch geschafft haben, gerade in der letzten Saison immer wieder die komischen Dinge zu machen, wo man sich denkt, trocken und sie ziehen Regenreifen auf. Das kann man doch nicht machen. Aber scheinbar dürfte der Rennleiter von Italien von Ferrari sich auch mit AI beschäftigen, denn Italien hat jetzt einfach mal entschieden, wir verbieten jetzt mal das Thema ChatGPT. Basta. Und das ist natürlich ganz blöd. Muss man einfach so sagen, ich verstehe, es ist zu viel, aber das ist so ein bisschen so diese Vogel-Strauß-Perspektive. Es macht mir jetzt Angst, also stecke ich meinen Kopf in den Sand, das geht jetzt von alleine weg. Außerdem, wir sind in Italien, das kann von außen gar nicht reinsickern. Das Internet hält da dicht. Das ist schon blöd, oder? Weil die werden einfach die Opportunity mitzugestalten, verlieren. Ja, blöd halt. Es ist halt einfach nur ziemlich dumm. Weil ja, es ist besonders Italien, ja. Das ist, glaube ich, von der Demografie, das ist das Land, das bräuchte. Das Land, was das am meisten bräuchte, ja. Also das ist eine alternde Gesellschaft, die genau diesen Fachkräftemangel, den es jetzt in vielen westlichen Gesellschaften gibt, besonders stark spürt. Und genau die könnten natürlich ein Tool, das Produktivität steigert, dass es möglich macht, mit weniger menschlicher Arbeitskraft mehr Output zu erzeugen, sehr, sehr gut brauchen. Und es ist ein Tool, also ich glaube, Goldman Sachs hat jetzt eine Studie gemacht, dass dieser ganze AI-Boom, dass der für ein Wirtschaftswachstum von jährlich 7% in den nächsten 10 Jahren auslösen könnte. Sagt, also nee, braucht man nicht. Das ist schon bemerkenswert. Sie machen das aus Gründen von Privacy, also dass die persönlichen Rechte der italienischen Nutzer besser geschützt werden müssen. Aber ja, meines Erachtens eine sehr, sehr kurz, eine sehr dumme Entscheidung von Ihnen. Aber man muss sagen, Sie haben im gleichen Atemzug oder in der gleichen Woche auch angekündigt, dass Sie
laborgezüchtetes Fleisch, also künstliches Fleisch auch verbieten. Also auch das eher reaktiv und oder reaktionär. Es ist natürlich die spannende Frage, was macht jetzt ChatGPT? Ja. Also was macht OpenAI? Aber wer ist denn die Woche gerade in der Regierung in Italien? Sind das irgendwelche Rechten gerade? Vielleicht die Woche. Mich, die so. Ja, man weiß das ja nie. Ja, yeah, das ist Giorgia Meloni. Eine Rechtspopulistin. Got it. Ob das jetzt tatsächlich durch sie passiert ist, ich glaube, beim Fleisch kann ich es mir eher vorstellen. Ich glaube, dass das Open Air oder das ChatGPT-Thema ist eher von der Behörde ausgegangen. Also das ist dort die Privacy-Behörde. Weiß ich nicht, wie sehr das politisch instruiert wurde. Es ist auch die Frage, ob da jetzt andere europäische Länder nachziehen, weil grundsätzlich basiert das alles auf einer ähnlichen Rechtslage. Da werden natürlich jetzt alle anderen Behörden in Europa ganz hellhörig geworden sein, ob sie da vielleicht auch was verbieten können, weil da sind sie wahrscheinlich ganz heiß drauf. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass da halt auch vielleicht der eine oder andere Mensch in einer Regierung sagen wird, sorry Leute, das verbieten wir jetzt nicht, weil da ist zu viel Chance, um die aktuellen Probleme, Stichwort Fachkräftemangel, ja, zu lösen. Das wird sich zeigen, aber nochmal zurückkommend auf OpenAI, auf die ChatGPT bauen und in irgendeiner Form auch am Laufen haben. Wie die mit der Situation umgehen, finde ich jetzt auch spannend. Sagen die, okay, Italien, go for it, dann gibt es halt kein ChatGPT. Schauen wir mal, wie eure Bevölkerung darauf reagiert, ob das schon stark genug ist, also diese Verankerung in der Gesellschaft, dass dadurch ein Druck entsteht. Oder ob sie sagen, nehmen wir jetzt einmal weg und im Hintergrund unterhalten wir uns halt mit dieser Behörde und bauen unsere Argumentation, bauen vielleicht ein paar Fixes, ein paar Änderungen im Modell, damit das besser wird, weil halt vielleicht auch das Risiko besteht, dass andere europäische Länder nachziehen. Die EU ist da ja grundsätzlich bei Privacy-Themen sicher Vorreiter, was den Schutz der persönlichen Rechte angeht. Also da gibt es sicher das Risiko, dass da was kommt. Ist das jetzt eine riesen Red Flag und man probiert sofort, das global zu ändern? I don't know. Ich kann mir halt vorstellen, dass grundsätzlich die Wachstumsrate dort und der Speed of Progress so groß ist, dass da jetzt so ein italienisches Regulierungsthema vielleicht nicht top of the agenda ist. Ich glaube gar nicht. Also ich glaube, ich sehe es, ich glaube, das ist denen herzlich egal. Weil ich glaube, wenn du so unfassbar, stell dir vor, du wärst ein Startup und du launchst in 30 Märkten parallel und 29, da knallt's und ballert's und einer will halt nicht, dann sagst du dir, okay, egal. Also ich glaube, mehr als ein okay, egal ist das in dem Moment nicht. Und ich glaube, selbst wenn die EU sagen würde, wir verbieten das, dann würde ich sagen, okay, egal, dann werden die in 5 Jahren wie immer angekrochen kommen und sagen, ach, haben wir schon wieder verpasst. Und das ist, glaube ich, das Thema. Und ich glaube, das große Problem ist aus der europäischen Perspektive ist, wir sind die für Werte stehen. Wir sind die für Menschenrechte stehen. Wir sind die dafür stehen, dass es sozusagen auch eine soziale Komponente gibt. Und ich glaube, es ist etwas, wo man sagen muss, wenn die EU nicht die Möglichkeit wahrnimmt, daran zu partizipieren und das rein zu verhandeln, sondern durch Verbote probiert, dann passiert da einfach ein riesiges Monstrum, das so mächtig ist. Und ganz ehrlich, wie willst du das Ding verbieten? Ich meine, die Leute werden es ohnehin nutzen. Und das ist halt blöd. Du weißt ich meine, jeder, der Fortschritt verbietet, der leidet dann halt früher oder später drunter. Und das haben wir halt historisch so gesehen. Ich meine, ja, ich glaube, es gibt, schau, und ich glaube auch gerade Software verbieten ist halt super schwierig. Man denkt dran, die verbotenen, weißt du, die verbotenen Spiele waren auch immer die populärsten. Die hatte dann plötzlich jeder. Warum? Weil es verboten war. Und ich meine, es ist, glaube ich, leichter, was Physisches zu verbieten, wenn man so möchte. Also ich bin mal gespannt, wenn wir Italien beobachten. Ich liebe Italien auch immer und ich glaube, Italien ist einfach, Italien hat immer einen Weg, Sachen auf Italienisch zu machen. The Italian Way, weißt du, was ich meine? Das ist einfach so und sie machen Dinge anders, manchmal viel schlechter und oft genug viel besser. Egal, was sie tun, es hat aber immer unendlich viel Leidenschaft. Und insofern, das können sie auch gut.
Und ja, die kommen schon wieder später dazu. Weißt du, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Ich will mich nicht schon wieder in Autogeschichten verlaufen, aber es... Es gibt aber eine echt schöne Geschichte. Da hat man immer gesagt, wie bauen deutsche Ingenieure Autos? Und das ist so, sie nehmen einen Dummy, der ist 2,10 Meter groß und wiegt irgendwie 150 Kilo. Und dann bauen sie einen fantastischen Motor, den stellen sie dann davor und dann ein Getriebe und dann die ganzen Leitungen. Und dann liegt das alles da, die Reifen, die Bremsen. Und dann bauen sie den Körper des Autos drumherum. So, das ist das Auto. Die Italiener bauen, das sagt die Legende, so, dass sie einen wunderschönen Chassis, einen wunderschönen Körper entwickeln und dann einen mächtigen Motor bauen, der aber irgendwie nicht wirklich reinpasst. Den stopfen sie irgendwie rein. Und dann kommen sie drauf, dass da ein Mensch irgendwie drin sitzen muss. Der wird auch noch irgendwie reingequetscht. Und die italienischen Sportautos der 70er und 80er sind so, dass man so ein bisschen schief sitzt. Die Beine sind ein bisschen nach rechts und irgendwie alles so ein bisschen unangenehm. Und wenn alles fertig ist, dann kommt jemand drauf, dass man eigentlich noch die Elektronik reintun muss. Und dann passieren Dinge wie der Kabelbaum direkt zwischen den Zylinderköpfen, der dann halt wegschmort. Aber das Ding sieht einfach aus göttlich. Und das sind halt die Autos, an die man sich erinnert. Und eben nicht an den, was auch immer, der immer angekommen ist, sondern an dieses brennende, den brennenden Lamborghini am Straßenrand. Daran erinnern wir uns. Also ich. Anyway, also ich bin gespannt auf den Ferrari der Large Language Models. Schönes Bild. Schönes Bild. Ja, bin ich auch. Und eins muss man allerdings sagen, wenn sie dann sozusagen in Gang kommen, dann bauen sie einzigartige Marken und einzigartige Konstrukte, die jeder auf der Welt will. Also wer weiß, was dabei rauskommt, wenn die italienische Komponente on top kommt. Ja, wir haben gerade über Verbote gesprochen. Es ist die Sendung der Verbote. Denn Paris wiederum, die wollen auch mitreden, aber die verbieten jetzt keine Software, sondern sie verbieten Hardware. Wohlgemerkt eher den E-Scooter. Und das ist ja so ein Hassobjekt eigentlich schon für viele. Magst du E-Scooter? Ja, ich verstehe das überhaupt nicht, warum das ein Hassobjekt ist. Ich nutze sie jetzt auch nicht ständig, vielleicht 4-5 Mal im Jahr. Aber ich habe noch nie eine Begegnung mit einem E-Scooter gehabt, die in irgendeiner Form negativ war, wo ich mich darüber aufgeregt hätte. Also man muss sagen, in Paris gab es eine Abstimmung und da haben 90% der Leute, die teilgenommen haben, haben gegen E-Scooter gestimmt und das verwundert mich massiv. Ich habe da ja eine ganz persönliche Meinung dazu. Ach schau. Ja. Also, ich mag E-Scooter sehr gerne fahren. Ich finde sie toll. Aber, es gibt da einen kleineren Teil der Menschheit, die, sagen wir, nicht so rücksichtsvoll sind. Sind oft auch demografisch leicht darzustellen, aber da möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber auch eher so im jüngeren Altersspektrum und vielleicht auch in der Bildung auch nicht unbedingt nah am PhD, die Tendenz haben, wie richtige Drecksäcke zu fahren und vor allen Dingen in Bereichen, wo man zu Fuß unterwegs ist. Und dann haben sie auch die Tendenz, diese Roller mitten quer auf irgendwelchen Wegen abzustellen. Und wenn du dann zum Beispiel mit einem Kinderwagen unterwegs bist und nicht vorbeikommst, weil jemand das quergestellt hat, dann entwickelt man einen Hass. Und ich muss dazu sagen, gerade im letzten Sommer, wenn man im alten AKH mit einem gerade schlafenden Kind spazieren geht und dann kommen da 5, 6 so bildungsferne Hampelmänner, die alle da drauf fahren. Du weißt, die Typen, die so die Täschchen, diese Bauchtäschchen auf der Brust tragen, wo dann Gucci draufsteht. Aber das ist kein Gucci, aber Gucci, die sie irgendwo gekauft haben. Und dann die lautstark miteinander reden und Kreise fahren um Leute herum, als würden sie wie eine Viehherde zusammentreiben wollen, dann entwickelt man sehr reale Gewaltfantasien. Wäre man in so einer Situation. Und dann wird der Gewaltfokus aber auch stark auf den E-Scooter per se gelenkt, weil zu Fuß würden sie sich nicht so benehmen. Ja. Dann würden die sich dann nicht einfach einen E-Scooter kaufen, oder? Nein, diese Leute kaufen das nicht. Okay. Ich möchte gar nicht zu tief dort abdriften. Dann machen sie es mit Skateboards, oder ich weiß nicht. Ist glaubst du wirklich der E-Scooter, das was die Leute zu trotteln macht? Weil überall steht und verfügbar. Und dann können sie ein bisschen rumfahren, bis das Taschengeld weg ist. Und dann ist wieder gut. Also diese Spezies ist mir schon sehr stark aufgefallen.
sehr stark aufgefallen, die das gerne machen. Und ich nehme an, in einer Stadt wie in Paris, wo ja sowieso auch dann viel auf engem Raum miteinander und auch die einen oder anderen, die sich nicht ganz vertragen, wird das ähnlich sein. Und vor allen Dingen auch enge Straßen, plötzlich E-Scooter, die quer irgendwo stehen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, um darauf ein bisschen fokussierter zu kommen, das ist halt auch ein Riesenthema, dass halt nicht klar ist, wie man die abstellt. Und würde man den E-Scooter so bewegen, wie es die Regeln der E-Scooter vorschreiben, wären sie auch kein Problem. Ich glaube aber, dieses Rowdy-artige Abstellen ist wirklich ein Problem und das natürlich irgendwo gegen Einbahnen und bla. Ja, okay. Man könnte sie verwenden, um Tontauben aufzusammeln. Also die Fahrer davon. Also anyway. Haben wir die Zielgruppe gefunden, die hier gegen die E-Scooter stimmt. Man muss auch sagen, tatsächlich haben bei dieser Abstimmung nur 7% der Pariser mitgemacht. Also ich glaube, die meisten Leute sind wahrscheinlich so wie ich, die sagen, naja, ist mir wurscht. Aber es gibt dann die 7%, die das richtig aufregt. Und ja, die sind natürlich auch die, die dann von so einer Abstimmung auf jeden Fall mitmachen. Aber don't get me wrong, ich finde die Dinger noch immer super. Ich finde sie noch immer super. Ich liebe sie. Ich freue mich, sobald es warm wird, damit zu fahren. Ich fahre nur halt ganz viel. Nur eben, benimm dich damit. Und das ist das, was fehlt. Weißt du? Also was würdest du vorschlagen? Du würdest kein Verbot vorschlagen, sondern eher eine strengere Strafenkatalog. Führerschein. Ja, genau. Also zum Beispiel die Super Pedestrian, glaube ich, wie sie heißen. Das ist eine der Brands, die ich mag. Also ich bin jetzt bitte nicht irgendwie auf der Payroll oder sowas. Aber genau die Link. Es ist so, wenn du es abstellst, musst du innerhalb der App ein Foto machen, wie du es abgestellt hast. Du kannst die App sonst nicht beenden. Und das finde ich halt wahnsinnig cool. Und angenommen, man würde sagen, okay, da gibt es einfach gewisse Regeln wie beim Führerschein. Und wenn du halt dreimal, viermal, fünfmal dagegen verstößt, dann kannst du das Ding halt einen Monat nicht verwenden. Das wäre ja relativ leicht umsetzbar. Fertig. Punkteführerschein für E-Scooter-Fahrer. Und Rinnen natürlich. Na, siehst du, es wäre doch ganz einfach. Aber in Frankreich, da ist natürlich auch wieder alles ein bisschen anders. Aber das ist das Lustige, um es nur zu kommentieren, bei Umfragen ist immer das Gleiche. Wer nimmt bei Umfragen teil oder auch bei Volksbefragungen? Immer die mit einer Meinung. Und welche Meinung ist am stärksten? Die wütend sind. Und deswegen ist es so wichtig, ihr da draußen, auch wenn ihr für Dinge seid, geht wählen, weil sonst passieren ganz wilde Dinge. Und ja, wie du sagst, 90% sind gegen etwas. 90% von was? Naja, von den 7%, die abgestimmt haben. Und wenn nur 7% gehen, ist klar, dass 90% eine richtig starke Meinung haben dagegen. Ja, es gibt ja auch genug von den Dingern, die irgendwie in der Donau landen oder umgetreten werden. Damit habe ich übrigens gar nichts zu tun. Das finde ich jetzt wirklich schlecht. Also wirklich ernsthaft, das finde ich schlecht. Obwohl ich es lustig finde, aber ich finde es echt schlecht. Und das ist natürlich das Thema. Ja. Ich glaube halt nur bei den E-Scootern ist halt spannend, wie lange das Geschäftsmodell noch aufgeht. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir haben gesagt, wir sind bei den Verboten. Ja, wo die einen Verbote setzen, sehen die anderen Opportunities. Und wir kommen nochmal auf das Thema GPT zu sprechen. Und zwar hat Bloomberg einfach gesagt, ja, geil, wir finden das jetzt mal richtig cool. Anstatt zu sagen, nein, das gefährdet das, was wir tun, haben die gesagt, nee, wir gehen in diesen Space und wir besetzen den aber sowas von schnell und hammerhart, quasi im Handstreich. Wir blitzen GPT und ja, haben Bloomberg GPT erzeugt. Und das ist ein ziemlich mächtiges Tool geworden, denn sie haben ihre 50 Milliarden Parameter, die ihnen so zur Verfügung stehen, das sind eine Menge Telefonbücher, genommen und da einfach reingestopft und tada, Bloomberg GPT. Und Bloomberg GPT outperformt alles, was bis jetzt so gesehen wurde. Was sagt denn hier mein Resident Financial Analyst dazu? Ja, der Resident Financial Analyst, den gibt es wahrscheinlich bald nicht mehr. Richtig, der ist weggeblumert worden. GPT ersetzt werden. Ja. super spannend. Ich finde, den weil grundsätzlich was die Idee dahinter ist, dass man einen Supercomputer baut, der das Ziel hat, alles zu wissen, was irgendwie in dieser Company Bloomberg drinsteckt. Und da steckt natürlich unglaublich viel drin, weil das ist ja Kernzweck des Geschäftsmodells, ist einfach Knowledge. Und das ist auch etwas, was ich schon lange so ein bisschen als Vision auch für Austrian Startups habe, dass wir stärker greifbar machen, wie viel Knowledge und wie viel Intelligence in unserem Netzwerk und in unserem kollektiven Gehirnen steckt, dass man das besser abbildbar macht. Und also deswegen finde ich das
auch auf einer persönlichen Ebene sehr faszinierend. Moment. Aha. Okay. Kündigst du da gerade ein Austrian Startups GPT an? Nein. vielleicht gibt es mal was, aber also, wenn jemand zuhört und der weiß, wie wir sehr schnell ein GPT-Modell für Austrian Startups bauen können, dann immer her damit. Mir fehlt jetzt das technische Wissen zum Thema AI, um das schon hier jetzt darlegen zu können. Weil das ist ja das Spannende eigentlich, wenn man nochmal GPT zerlegt, dann geht es ja eigentlich darum, dass man alles Wissen, das man so gesammelt hat und in verschiedensten Formen hat, in eine Maschine stopft. Ich mache das mal ganz einfach auf dieser Ebene. In diese Maschine stopft, sagt hier, frisst das. Und dann ist diese Maschine allerdings zugänglich in einer ganz einfachen Sprache, dass jemand sagt, erzähl mir mal, wie zum Beispiel die Gründung in Kärnten über die letzten 10 Jahre sich verändert haben, seitdem es Gummibärchen auch in Grün gibt. Whatever, mir ist jetzt nichts mehr random eingefallen. Grüße an Kärnten. Und dann kommt plötzlich in einfacher Sprache ein Ergebnis, was bis jetzt eigentlich eher bedeutet hätte, dass du irgendwelche Datenbanken erzeugst und irgendwelche Data Scientists beauftragst und noch ein paar Statistiker und dann suchst du jemanden mit Marketing-Know-how, die das Ganze übersetzen und dann pitchst du es dem CEO und der CEO geht raus, ist jetzt plötzlich, dass du genau diesen Query schreibst, diese Anfrage schreibst und dann kommt daraus ein Ergebnis und sagst, ja, aber ich wollte eigentlich wissen, wie das ist mit Regentagen und dann kommt das nochmal mit Regentagen zurück und dann sagst du mir, wie viel angehende Gründerinnen und Gründer sind in Kärnten bei einem Sturm beinahe auf einem See ertrunken. Und dann kommt als Ergebnis raus, ja, das war fast ein ganzer Jahrgang Austrian Startups, die dort mal alle auf einem Schiff rumgekuttert sind. Richtig? Und das wäre etwas, was sonst vergessen worden wäre für die nächste Generation, wenn die sagen, hey, wir wollen auf einem See in Kärnten eine Schiffsreise machen. I mean, what could go wrong? Und dann kommt raus, dude, like a lot. Und dann sagt man, statistisch hat es erst einer gemacht. Das heißt, 100% aller Reisen sind fast in einer Katastrophe geendet. Don't do it. Ja, oder es sagt, das haben alle überlebt. Das ist ja schön an Statistik. Richtig. Und deswegen ist natürlich, nochmal zurückzukommen darauf, das Thema ChatGPT spannend, weil du wie in einem Gespräch zu Ergebnissen kommen kannst und aber historische Daten reinfüttern. Und das ist natürlich etwas, wo Bloomberg sagt, hey, wir haben da 50 Milliarden Parameter. Go for it. Und wir bestimmen aber mit, wie das gerade aussieht. Und wir sind dort schnell, bevor irgendein Startup kommt und sagt, hier, wir haben alle Bloomberg-Daten genommen, die öffentlich zugänglich sind und ballern dich mal eben weg, liebe Bloomberg-Freunde. Haben sie entschieden, wir machen das jetzt. Und das, finde ich, ist halt ein Zeitpunkt und ein Momentum, das man jetzt gerade nutzen muss. Und das hat Bloomberg bewiesen. Und jetzt müssen alle anderen nachliefern. Genau, und ich glaube, das ist das, was wir jetzt auch sehen werden in den nächsten Monaten, dass sich viele Unternehmen fragen, okay, was haben wir für Daten? Wie können wir die auch einer AI füttern? Und wie können wir dadurch Wert generieren für uns selbst, also für unsere Teammitglieder, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und auf der anderen Seite aber auch für unsere Kunden da draußen? Und Das finde ich spannend, weil ja, natürlich ist das so ein bisschen auch eine Chance, dass dadurch dieses Narrativ ein bisschen aufgeweicht wird, dass AI nur von den riesigen Tech-Giganten weitergebracht werden können, weil nur die haben die großen Datensätze, mit denen das möglich ist. Weil das würde bedeuten, wenn das so aufgeht, dass halt jede Company einen Datensatz hat, der für ihren Use Case nochmal viel mehr wert ist als dieser riesige Datensatz an Palavatsch des Internets, weil das halt viel konkreter und viel mehr Kontext auch hat und viel mehr dem entspricht, was man dann oft auch im täglichen Business braucht. Mhm. Und da, glaube ich, ist das, was halt als Brücke womöglich fehlt, ist halt so ein bisschen ein Verständnis für die eigenen Daten, besonders wenn das große Unternehmen sind, sie unglaublich komplex, wie dort auch das Knowledge über viele unterschiedliche Abteilungen, viele unterschiedliche Tools sich verstreut. Schon allein bei Austrian Startups gibt es, glaube ich, 16 verschiedene Tools, wo irgendwie wir Knowledge haben, Datenbanken haben oder was auch immer.
Also das ist sicher jetzt ein spannendes Feld auch für die nächsten paar Monate. Und was Markus von meinte, wenn du weißt, wie das geht oder dich damit beschäftigen möchtest und das Angebot dann Richtung Austrian Startups, das steht. Und nur um es nochmal zu sagen, das ist auch ein Thema, womit wir beide uns so ein bisschen auch ab und zu mal beschäftigen. Also ernsthaft, wenn du ein bisschen Know-how hast in dem Bereich und das, was wir gerade besprochen haben, interessant findest, schick uns mal ein Mail. Wir würden dich da ganz gern kennenlernen, weil wir da selber an ein paar Dingen herumbasteln. Ich stelle das nur mal so in den Raum. Interesting times. So, was für eine schöne Überleitung, dass wir jetzt natürlich genau über die mentale Gesundheit von Gründerinnen und Gründern reden müssen. Aber wie gesagt, ich finde das nochmal spannend. Letzte Woche hat Bill Gates gesagt, hier, die Zeit ist gerade so aufregend wie lange nicht mehr. Und das sehe ich auch so. Und man kann das gerade sehr bei den Hörnern packen. Und jetzt hat jemand sich mal angeschaut, ja, wer sind denn die Sachen bei den Hörnern packen? Was macht eigentlich so unser Umfeld aus? Wenn du so willst, am 3. Mai haben wir ja auch, um nochmal einen kurzen Sprung zu machen, 10 Jahre Austrian Startups. Da werden wir umgeben sein von Gründerinnen und Gründern, die 10 Jahre mitbestimmt haben, wie wir das auch mitgestaltet haben und gemeinsam mit denen gestaltet haben. Und dann hat jemand mal geschaut, na gut, aber so ganz sauber sind die auch alle nicht in der Birne. Und da hat jemand gesagt, okay, wir wollen mal Mental Health im Zusammenhang mit Entrepreneurship stecken. Ja, da ist mir eine Sache gleich aufgefallen. Fangen wir mal positiv an. Also, wenn man die Gesamtbevölkerung untersuchen würde, dieser Studie, dann haben rund 5% der Gesamtbevölkerung ADHS. Bei den Unternehmerinnen und Unternehmern sind es 29%. Ja, das finde ich aber ganz interessant, weil ich finde ja, ADHS ist ja so eine Krankheit, wo ich mir immer denke, ja, was ist denn das für eine Krankheit? Ach, du kannst nicht zuhören, ach, du bist unruhig, ach, du bist voller Energie. Come on, das ist ja für mich so ziemlich jeder Stammtisch und jedes Startup-Treffen sind lauter Leute, die alle vor lauter Energie von einem Bein aufs andere springen und dir voll Begeisterung was erzählen wollen, schlecht zuhören können und ihren eigenen Weg gehen. Das klingt ja fast für mich wie so ein Einstiegsgespräch. Hast du ADHS? Ja. Willkommen in der Gründerlandschaft. Und ich finde, ADHS ist für mich noch immer sowas so unglaublich schwer zu greifende, also dass das ein Mental Health-Thema ist. I don't know. Ja, ich verstehe schon. Aber ich finde, ADHS ist nicht so tragisch eigentlich. Ich finde es aber lustig, dass es halt den Unternehmern und Unternehmern so stark zugeordnet wird. Was denkst du? Ja, ich meine, grundsätzlich diese Studie, die da zitiert wird, zeigt eben, dass bei ADHS, Depressionen, bipolaren Störungen und Suchtverhalten überall die Rate an Leuten, die das vorweisen, bei Unternehmern und Unternehmerinnen deutlich höher ist als beim Rest der Gesellschaft. Es kann jetzt natürlich gibt es natürlich zwei unterschiedliche Zugänge. Entweder, okay, das sind eher die Leute, die dann im, sag ich mal, klassischen Berufsstand, im System da draußen einfach nicht zurechtfinden und dass die deshalb eher dazu neigen, dass die dann selbst was tun. Oder man kann natürlich auch die These aufstellen, dass das auch induziert ist durch die Erfahrung, die sie haben in ihrer unternehmerischen Reise, die eben auch sehr hart sein kann. Ja? Wo man sagt, es lastet sehr viel Druck auf Gründern, es lastet sehr viel Druck auf Menschen, die Verantwortung übernehmen, die dann in unsicheren Situationen Entscheidungen treffen müssen, die auch harte Entscheidungen treffen müssen. Man identifiziert sich ja als Mensch auch sehr stark dann mit dieser Company. Oft verschmilzt das irgendwie. Das heißt, wenn dann diese Company auch nicht erfolgreich ist, dann sieht man sich selbst auch nicht erfolgreich. Das ist eine Identitätskrise, die dann passiert. Also das ist schon mental alles sehr komplex. Und natürlich gibt es dann entstehen daraus auch Folgen. Also das Thema Burnout ist natürlich auch ein großes. Gleichzeitig gibt es auch Studien, die ich kenne, die klar besagen, dass Gründerinnen und Gründer glücklicher sind als der Rest der Bevölkerung. Das heißt, es ist so ein bisschen ein gespaltenes Bild auch. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man das Ganze dreht. Also erstmal die Stichprobengröße, glaube ich, ist 242. Das heißt natürlich, das ist jetzt begrenzt. Mal
Es ist begrenzt, davon 76 MBA-Studentinnen und 149 Psychologie und 110 Unternehmer und Unternehmerinnen. Ja, aber ich finde trotzdem, dass es sehr zutreffend ist. Aber ich glaube halt, es ist halt immer, siehst du es positiv oder siehst du es negativ? Und ähnlich wie du es gerade auch beantwortet hast, ich glaube, wenn man es positiv sieht, dann ist zum Beispiel sowas wie ADHS ist ja bekannt dafür, dass du auch so einen Hyperfokus haben kannst. Ja klar, wenn du einen Hyperfokus auf etwas hast und andere Themen dich total langweilen, dann ist es wahrscheinlich schon mal sehr naheliegend, dass du vielleicht nicht den klassischen Bürojob machen kannst, weil es dich eh zu Tode nervt. Und es ist natürlich aber auch immer so ein Survivorship-Bias. Man schaut sich die Erfolgreichen an und sieht nicht die Erfolglosen. Das heißt, wenn man es mal so betrachtet, zeitgleich viele, oder es gibt mehr den zum Beispiel Asperger-Syndrom, bei den Asperger-Syndrom festgestellt wird. Natürlich ist sowas wie Asperger-Syndrom, also diese Inselbegabung und auch Autismus etwas, was natürlich auch gerade in IT-Berufen auch naheliegend ist. Einfach von dem, womit du dich beschäftigst, was du für ein mentales Skillset haben musst, um dich stundenlang mit etwas wie Code zum Beispiel zu beschäftigen, ist auch das eher eine Stärke. Ich glaube auch immer dieser Unzufriedenheitsfaktor und diese Selbstzweifel ist, glaube ich, auch etwas, was stark ist bei Menschen, die Dinge verändern wollen. Und dass dann natürlich dann eine Unzufriedenheit mit einer Situation ist und eine Rastlosigkeit, dass das sozusagen als auch vielleicht negativer Antrieb, so etwas wie Depressionen, auch mehr vorzufinden. Es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Also damit will ich sagen, müsste man jetzt den perfekten Unternehmer, die perfekte Unternehmerin züchten, würde ich jetzt nicht sagen, jetzt bauen wir den ADHS und Co. ein. Aber es macht für mich Sinn, dass solche Leute zum Beispiel einfach bevorzugt werden. Wie wenn du sagst, du möchtest einen erfolgreichen Tennisspieler haben, dann sollte der bitte 1,96 groß sein und Rechtshänder. Trotzdem wirst du auch einen Linkshänder finden, der 1,75 ist und erfolgreich ist. Aber dennoch, ich finde diese Studie aber per se interessant, dass du natürlich sagst, dass du, wenn du sagst, dass du eine Gruppe von Menschen hast, die zurzeit die Menschheit stark prägen, sehr, sehr, sehr stark prägen, und diese Leute haben überdurchschnittlich viel mentale Challenges, dann ist das natürlich schon eine interessante Aussage für die Produkte, mit denen wir uns beschäftigen und die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, weil diese Inhalte werden dann auf Leute losgelassen, die wiederum vielleicht nicht diese Challenges haben. Heißt aber auch, dass vielleicht das, was rauskommt, vielleicht auch manchmal nicht ganz ideal ist. Und wenn du dir zum Beispiel sowas anschaust wie Social Media und Co., ich glaube, wenn eine Gruppe von Psychologiestudentinnen und Studenten sich Social Media angesehen hätten, wäre das wahrscheinlich nie entstanden, weil man von vornherein gesagt hätte, na, wenn wir das jetzt abstrahieren, wird das viel zu gefährlich, weil das wird bla bla bla. Während Menschen, die vielleicht sich das gar nicht so bewusst sind, da kommt das vielleicht eher raus, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Und ja. Ja, Depression 30% festgestellt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, während die Kontrollgruppe 15%. Okay, ist quasi doppelt so hoch. Bipolar ist erstaunlich. 1% in der generellen Bevölkerung, 11% bei den Unternehmerinnen und Unternehmern. Und Suchtverhalten 4% gegenüber 12%. Ja. Ich meine, bipolar finde ich, ich kenne mich wenig mit bipolaren Störungen aus, aber jetzt, wenn ich das schnell eingebe in Google, steht das, ist eine psychische Erkrankung, bei dieser schwankt die Stimmung zwischen zwei entgegengesetzten Extremen. Und da muss man halt sagen, man beschreibt ja diese Startup-Experience mit einer Achterbahnfahrt, wo du halt, also ich habe da immer diese Slide in meinen Präsentationen, wo du halt siehst so von on top of the world, wir werden jetzt alles wegreißen mit diesem Startup, es wird großartig, wir werden so erfolgreich, das gibt es gar nicht. Und dann innerhalb von wenigen Stunden zu, das wird niemals funktionieren, wir sind Versager, wir haben keine Chance. Und allein diese Erfahrung, glaube ich, löst wahrscheinlich auch eine gewisse bipolare Erfahrung aus. Also es ist, ist für mich, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass da auch gewisserweise diese Startup-Rollercoaster-Experience dazu führt, dass es real einfach solche Stimmungsschwankungen gibt, die jetzt vielleicht nicht durch eine Neurodivergenz ausgelöst sind, sondern das ist halt einfach, that's the life of a founder. Ich finde das ein sehr valider Punkt, weil für mich ist zum Beispiel das Bipolare, ich habe da immer wieder Definitionen von gelesen, weil ich es nie verstehe. Ich habe es nie ganz verstanden.
Außer eben dieses manisch-depressive, das ist da, glaube ich, sehr ähnlich oder fast gleichzusetzen. Bitte klärt uns drüber auf. Und das Interessante ist aber, ist das induziert durch externe Faktoren, wie du gerade sagst, hey, alle wollen dein Produkt, nächsten Tag stürzt es ab und dann klappt es nicht und dann rauf, runter. Das ist, glaube ich, einfach so the way of life. Während halt, glaube ich, echte bipolare Störung bedeutet halt wirklich, dass du Episoden hast, wo du eine Woche lang alles ausreißen kannst, egal was passiert. Und dann aber ein, zwei Wochen hast, wo nichts funktioniert, egal was passiert. Du könntest im Lotto gewinnen, aber du hast diese Depression, aus der du nicht rauskommst. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass wahrscheinlich die Definition zwischen echten bipolaren Disorders und einfach, ich sag mal, bipolare Erlebnisse, die sich so anfühlen, halt manchmal sehr schwer sind und sehr schwarz, sehr, sehr grau schattiert. Und auch mit Depressionen. Ich glaube, echte Depressionen versus du bist halt deprimiert und niedergeschlagen, weil Dinge passieren. Mich würde es interessieren bei der Studie, wie stark sie das gesehen haben, auch bei ADHS, wie sie das definiert haben. Nichtsdestotrotz, einfach wenn ich sozusagen mein subjektives Empfinden über, sagen wir mal, 12 Jahre Startup-Leben darüber stülpen müsste, würde ich sagen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es komplett so zutrifft, weil ich sehr viele Persönlichkeiten kennengelernt habe, die sicherlich die eine oder andere Challenge haben. Und wie gesagt, das ist ja nichts Schlechtes, das ist auch nichts Gutes, das ist halt einfach so. Und ich begrüße alles, was offen darüber redet. Und ich finde es ja toll, dass du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst, obwohl du eine Depression hast, obwohl du bipolar bist, obwohl du ADHS hast. Und dass zum Beispiel ein höherer Prozentsatz eine Sucht haben, das macht ja auch Sinn für mich, wenn du zum Beispiel auch die anderen vorhergehenden Faktoren einhernimmst. Dann ist die Frage, welche Sucht hast du? Ist das jetzt Meth oder ist es vielleicht eher eine Sucht nach, weißt du, weil wenn du sagst Meth, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Aber wenn es zum Beispiel irgendwelche Stimmungsaufheller sind oder wenn es zum Beispiel irgendwelche schlafinduzierenden Dinge sind, gerade in einem US-Kontext, wo eh die halbe Nation scheinbar tablettenabhängig ist, dann, also ich würde die Studie gern mehr begreifen, um die wirklichen Ergebnisse daraus zu ziehen. Nichtsdestotrotz, ja, es ist natürlich auch immer eine Rollercoasterfahrt und mit der Rollercoasterfahrt Ups und Downs und du wirst halt, glaube ich, auch wenn du gar nichts davon hast, Situationen haben, die dich einfach am Boden niederschmettern, viel stärker, als wenn du vielleicht in einem regulären Angestelltenverhältnis bist. Genau wie eine Finanzierungsrunde, die gekommen ist, dich unglaublich begeistern wird und du wirst hochfliegen und ein neuer Kunde, den du onboardest nach Monaten, ist sensationell. Aber eben dann kommt auch wieder die Zeit, wo du merkst, jetzt musst du eine schwere Entscheidung treffen. Der Punkt ist ja der, was, glaube ich, viele, die nicht in diesen Schuhen gestanden sind, ist, du siehst dann manchmal, jetzt kommt diese Entscheidung, die ich treffen muss und du weißt, aber es dauert vielleicht noch ein paar Tage, bis ich sie kommunizieren kann, bis ich sie exekuten kann. Du probierst noch andere Dinge vorher, um das zu vermeiden und dann stehst du da und musst es tun. Dann geht es dir einfach schlecht. Und das ist zutiefst menschlich, dass es dich dann auch niederzieht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sicherlich auch das Gründungsteam und das C-Level-Team von Anyline jetzt nicht gerade unbedingt super duper begeistert ist, denn, und sie haben es lange, lange, lange vermeiden können, denn auch sie müssen jetzt tatsächlich eine ganze Reihe von Teammitgliedern gehen lassen. 20%, um genau zu sein, das ist eine Menge, weil sie sagen, das Fundraising ist es doch viel, viel schwieriger, als sie gedacht haben. Und das ist natürlich etwas, das nagt an einem, könnte ich mir vorstellen. Und das ist wild, oder? Und das haben wir auch beide den Artikel, die News gesehen und uns gedacht haben, oh wow, okay, krass, dass es auch die sind, die darunter leiden. Was wissen wir denn? Ja, du hast es schon gut zusammengefasst. Es ist ein Schnitt von 20%. Sie sagen, dass das darin begründet ist, dass das Fundraising Umfeld noch schwieriger ist als erwartet und dass sie einfach im Jahr 2023 nicht damit rechnen, dass sich das bessert. Darüber haben wir in den letzten Wochen schon ausführlich berichtet, dass einfach aktuell der Markt steht. Da passiert sehr wenig. Und wenn, dann nur in ganz spezifischen Cases. Ich hätte erhofft, dass Anyline, weil sie ja doch irgendwie guten Bezug zum Thema AI haben, dass sie vielleicht dadurch dem ein bisschen entgehen,
dass sie dadurch vielleicht neue Finanzierungskanäle finden könnten, die vielleicht anderen nicht offen stehen, aber scheinbar ist dem nicht so. Weil es halt, man muss sagen, also Anyline macht halt so Bilderkennung, also Optical Character Recognition, das heißt, die lesen Text auf Bildern aus und sind so quasi in vielen Tools drinnen. Also das hat schon AI-Verbindungen, aber es ist nicht irgendwie Large Language Models, also deshalb schätze ich, war meine These nicht ganz treffend. Aber ja, ich hätte erhofft, dass sie dem vielleicht entgehen. Das ist jetzt anders gekommen. Das ist die Realität. Wir haben es schon einige Male besprochen. Es ist einfach, wenn man bisher damit gerechnet hat, dass man vielleicht Ende 2023 eine neue Finanzierungsrunde macht, dann plant man halt auch seinen Runway so, dann plant man seine Ausgaben so, dann ist das halt alles mit gewissen Hypothesen aufgebaut. Und wenn sich dann eine ganz wichtige Variable in diesem Modell ändert, und das ist das Fundraising-Environment, das ist, wie schnell man neues Geld bekommen kann und zu welchen Konditionen, dann muss man gewisse Entscheidungen neu denken. Und dazu gehört auch die Personalplanung. Die sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Jetzt ist es ein Schritt zurück. Ich hoffe, es bleibt dabei. Das ist dann immer ganz wichtig als Company, dass man halt es schafft, dass das in einem Aufwasch geht und dass man dann nicht irgendwie nach ein paar Monaten nochmal nachlegen muss. Aber wie gesagt, grundsätzlich geht es ihnen ja sehr gut, was man hört. Also ich erwarte, dass es damit getan ist und dass sie jetzt in die Zukunft schauen können und auch diese schwierige Fundraising-Landschaft durchtauchen. Das ist schon ein wichtiger Player in der Startup-Szene und ich gehe schon davon aus, dass die da jetzt gut durchkommen. Ja, ich denke auch und ich meine, ich hoffe es und für mich sind diese Jobcuts, die zurzeit einfach passieren, die sind, ich habe es glaube ich 5000 Mal gesagt, auf einer menschlichen Ebene jedes Mal eine Katastrophe. Full stop, braucht man gar nicht drüber sprechen, aber sie sind noch immer für mich auf einer unternehmerischen Ebene nichts, was unerwartet ist einfach zurzeit, weil wir sehen die VCs, die Investoren, die Shareholder, Stakeholder, blablabla, die verhalten sich einfach so, wie es das Umfeld zurzeit diktiert. Und da geht es halt darum, plötzlich nicht mehr so schnell, nicht mehr so rasantes Wachstum, andere Kennzahlen. Und dann musst du halt einfach genau dein Unternehmen so strukturieren, dass du jetzt die neuen Kennzahlen erreichst. Und wie gesagt, wenn ich irgendwo lese, dass ein Startup oder ein Scale-Up 10%, 20%, 30% Jobs reduziert, dann ist es für mich noch immer kein Versagen der C-Levels und kein Acht, siehst du, waren sie doch nicht richtig, sondern die machen alles richtig. Es geht nur darum, dass plötzlich jemand sagt, ja, wie wenn du einfach bis jetzt eine Anzahl von Sprintrennen gelaufen bist, wo es immer darum ging, so schnell wie möglich im Ziel zu sein, koste was es wolle. Und jetzt plötzlich jemand sagt, hey, du läufst jetzt übrigens nicht mehr 100 Meter, bis du wieder eine Pause machen darfst, sondern mittendrin, mitten im Lauf, sagt jemand zu dir, so, by the way, aus den 100 Metern wird jetzt plötzlich ein 5000 Meter Lauf. Und jetzt plötzlich, du musst das Tempo reduzieren. Du musst es reduzieren, weil sonst kommst du nicht an. Warum? Weil du schlecht trainiert hast? Nein. Weil du ein schlechter Sportler bist? Nein. Aber du kannst das Tempo, mit dem du 100 Meter laufen würdest, nicht über 5000 Meter halten. Das kann kein Mensch. Und das ist das was gerade passiert. Und das Ergebnis ist aber eben, dass es, um es unternehmerisch zu schaffen, du einfach sozusagen profitabler sein musst. Und das ist scheußlich. Aber das ist das, was passiert. Woche für Woche, Monat für Monat, zurzeit in den News. Trotzdem finde ich es gut, dass wir darüber sprechen. Und trotzdem müsst ihr aber, wenn ihr das hört, nicht denken, ach ja, auch Anyline. Ach, ich wusste es doch. Nein, die sind super. Punkt. Alle anderen sind auch super. Und ich meine, was du ansprichst, Anyline hat jetzt ganz klar gesagt, sie wollen in den nächsten 12 Monaten profitabel werden, um eben nicht mehr abhängig zu sein von diesem externen Fundraising-Environment. Und grundsätzlich hat das natürlich auch positive Seiten, dieser Gesinnungswandel, weil dieses Wachstum um jeden Preis, das es in den letzten Jahren gegeben hat, auch das hat Schattenseiten. Und auch das ist nicht immer gut. Also man kann das auch als Chance sehen. Es ist natürlich, wenn man jetzt quasi in den letzten Jahren alles darauf aufgebaut hat, Wachstum, 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 dann tut es jetzt sehr weh, diesen Pivot zu machen. Aber für neue Startups ist es natürlich auch eine Chance, dass man sich von Anfang an anschaut,
wie kann man das nachhaltig profitabel aufbauen? Vielleicht ist man grundsätzlich weniger abhängig davon, dass man externes Investment braucht, weil jetzt halt auch nicht mehr so viele Competitor draußen sind, die auf jeden Fall externes Investment bekommen. Also sind immer auch positive Seiten. Und spannend ist natürlich dann die Frage, was passiert, wenn wirklich alle großen Scale-Ups, die es dann noch gibt, plötzlich keine Investments mehr brauchen und auf Profitabilität setzen, passieren zwei Dinge. Nummer eins, man ist nicht mehr so VC-abhängig. Curious to see, wo sie dann ihr Geld hinstecken werden in den nächsten Jahren. Und Nummer zwei ist, dann gibt es vielleicht wiederum ganz, 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 ganz early Startups, die man plötzlich mit sehr viel Geld ausstatten könnte, die ganz rasant wachsen können. Es ordnet den Markt neu, wenn plötzlich Leute mit anderen Regeln sozusagen oder anderen äußeren Gegebenheiten wieder anfangen werden. Ja, es ist ein reines Disziplinsthema. Also Disziplinthema, wenn man so möchte. Je nachdem, auf was man hinoptimiert. Anders ist das allerdings bei einem österreichischen Unternehmen, mit dem wir, glaube ich, alle mehr oder minder Kontakt hatten über die letzten Jahre. Und das ist Lead Horizon. Das sind die mit dem Gurgel-Set. Ich glaube, jeder von uns hat noch diesen Geschmack vom Gurgeln im Mund, wenn man da dieses Testkit hatte und dann die Kamera gestartet und gegurgelt hat. Ich muss ja erinnern, einer meiner Covid-Erinnerungen ist ja, als wir zwei da herumgegurgelt haben, weißt du noch, bei irgendeinem Startup, bei irgendeinem ELP, glaube ich, was war das? Ich weiß gar nicht, was es war. Das war, glaube ich, das erste Youth Entrepreneurship Week, die wir damals gemacht haben. Und wir beide mussten dann unter anderem wie alle anderen auch gurgeln. Und all die ganzen Kids konnten gurgeln wie die Weltmeister. Und als man ein bisschen Röhrchen da wieder reinspucken musste, nur Kollege Raunig und ich, wir haben uns, also du hast ja sowas von daneben gesabbert. Und das hat aber bei mir auch erstmal die Situation, mit lauter anderen Leuten in einem Raum zu stehen und alle gurgeln, das hat bei mir einen Lachreiz ausgelöst. Dann habe ich gesehen, wie Kollege Raunig einfach nicht mit dem Röhrchen getroffen hat. Bitte, ich habe gar nicht gesabbert. Mein Problem war, dass ich zu wenig Speichel hatte, weil ich wirklich gurgelt habe, anstatt zu spülen. Also das ist eine Fehler in deiner Erinnerung, dass ich da daneben gespuckt hätte. Aber du hast aber sowas von daneben gespuckt danach, als du das Röhrchen das wieder reintun musstest. Da hast du aber auch gar nichts getroffen. Es war kein Speichel da, deswegen konnte ich gar nichts treffen. Ich habe probiert, irgendwie Flüssigkeit zu produzieren. Das hat vielleicht für dich den Anschein erweckt, dass da irgendwo da irgendwas rumgespuckt werden würde. Okay, und dann muss ich mich outen. Ich habe auf jeden Fall daneben dann probiert zu lachen, aber nicht zu lachen, mit dieser Salzlösung im Mund. Und dann musste ich durch dieses kleine Röhrchen in das Reagenzglas, und das ist auch alles daneben gegangen. Auf jeden Fall haben wir zwei. Ich bin schuld, weil ich dich zum Lachen gebracht habe. Ja. Definitiv. Naja, du hast eine Teilschuld, weil es war schon lustig. Und alle anderen haben ja dann auch so ganz souverän gegurgelt. Und so eine meiner ersten Erinnerungen daran. Dann kam halt das Lead Horizon-Thema und alles hat gegurgelt. Tatsächlich 46,8 Millionen Mal alleine in Wien wurde gegurgelt. Und das war eigentlich so ein fast alltägliches Programm für uns. Die sind natürlich auch rasant gewachsen und das wurde natürlich sehr schnell in den Markt implementiert. Rund 170 Millionen Euro wurden umgesetzt, mit dem Ergebnis, dass jetzt nicht jeder ganz glücklich ist. Und es wird tatsächlich ermittelt, dagegen wegen Untreue, Urkunden und Beweismittelfälschung. Und das ist jetzt natürlich was anderes, als wenn man sagt, wir sind zu schnell gewachsen und wir müssen jetzt ein bisschen im Mitarbeiterbereich nachjustieren. So trocken das klingt. Das ist schon eher was Gröberes, was hier vorliegt, oder? Zumindest die Vorwürfe sind gröber. Genau. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber grundsätzlich ist schon, also da gibt es Vorwürfe, dass halt dann die unterschiedlichen Companies von dem Eigentümer, dass den, dass dann Lead Horizon gewisse Arbeiten gemacht hat für die andere Company und so. Also das sind alles Vorwürfe. Aber so ganz sauber wirkt es zumindest nicht. Das ist halt schade, weil ich finde eigentlich, dass Lead Horizon ein sehr schönes Beispiel dafür war, wie man halt unternehmerisch auf Probleme reagieren kann, sehr schnell Lösungen aus dem Boden stampfen kann. Also ich finde ja, das hat ja ausgezeichnet funktioniert grundsätzlich. Die Art und Weise, wie das möglich war, dass man halt in der Früh da in ein Röhrchen spuckt und am Abend kriegt man ein Ergebnis, das war super. Und das ist genau das ist die Essenz von Unternehmertum. Sollte es sich bewahrheiten, dass sich dann Leute Unrecht zu Unrecht daran bereichert haben, über das Maß, was natürlich sowieso an unternehmerischem Lohn da ist, weil das muss man ja auch sagen, haben sowieso auch gut Geld damit verdient. Und das finde ich auch rechtens so, weil das soll ja Anreize geben, dass sich Leute Lösungen überlegen
für die gesellschaftlichen Probleme da draußen. Aber wenn das dann darüber hinausgeht und es nicht sauber ist, sollte sich das bewahrheiten, dann ist es traurig, weil das rückt dann halt das ganze Thema auch ins falsche Licht. Das stimmt. Ich glaube, ich meine, wenn man das so sieht, da wird gesagt, okay, er hätte auch Geld entnommen, um das Büro zu sanieren, bla bla bla. Und dann wird woanders vorgeworfen, dass die Führungsriege einen teuren Fuhrpark hatte. Aber ehrlich, das sind so Sachen, das muss erstmal, glaube ich, sauber ermittelt werden. Da muss das sauber beurteilt werden. Und zum Beispiel so Sachen wie, ihnen wird vorgeworfen, dass sie einen teuren Fuhrpark hatten. Steht es denn ein Audi e-tron, ein Porsche Taycan 4S, ein Tesla Model 3 oder ein Mercedes GLE? Ganz ehrlich, das sind halt die Autos, die jede Führungsebene von einem erfolgreichen Unternehmen fährt. Vollkommen legitim. Weißt du, was ich meine? Da sehe ich das Problem nicht. Natürlich macht das. Nein, aber weißt du. Also bei den Autos. Ja, aber schau mal, sie haben 100 Millionen Euro Umsatz, 20 Millionen Euro Bilanzgewinn. Ei. Und wenn dann C-Level sagt, ich meine, da steht dran drin zum Beispiel ein Tesla Model 3. Das ist ja nicht hier irgendwie ein Ferrari F40 und ein Rolls-Royce Phantom, sondern. Es ist ein Model 3, das ist wie ein VW Golf. Und ich meine, Porsche Taycan 4S, ja gut, aber come on, das ist... Also den Porsche Taycan würde Benzinbruder Daniel aber definitiv erkennen am Motorensound, oder? Echt, den würde ich ablehnen. Da habe ich im Übrigen was Interessantes gesehen. Also hier ist nochmal, heute ist der Podcast der Aufrufe. Ich würde wahnsinnig gern mal einen Deep Dive machen mit jemandem, der sich halt wirklich mit der Elektrifizierung von Autos auskennt. Und zwar wirklich, wirklich, wirklich gut. Am liebsten zwei oder sowas auf einmal. Denn The Times hat, und ich gehe jetzt nicht näher drauf ein, aber The Times hat berichtet, dass bei elektrischen Fahrzeugen die Reichweite bis zu 20% niedriger ist, als bis jetzt angegeben wird. Schlichtweg, weil die Tests, mit denen die Reichweiten ermittelt werden, nicht sauber sind. Und mir haben auch andere Leute immer wieder erzählt in Gesprächen, dass die Elektrifizierung in Wahrheit etwas ist, wo wir uns verlaufen bei Autos. Ich bin sehr neugierig, was dabei rauskommt. Anyway, aber worauf ich hinaus will, ist, weißt du, ist es wie wenn man sagen würde, die Führungsriege kaufte sich teure Notebooks. Unter anderem hatte die Führungsebene lauter MacBook Pros, die bis zu 2.500 oder 3.000 Euro kosten. Und ist so, Und alle hatten sie teure iPhones und Aura-Ringe. Man ist so, yeah, like what? Und das ist schon, man muss es mal überprüfen, man muss mal sehen, was es ist. Was anderes, wenn da steht, es wurde irgendwie 50 Millionen Euro für Nutten und Koks ausgegeben und man sagt, ja, das ist jetzt unternehmerisch nicht sauber, außer man ist da irgendwo im, nein, ich verlaufe mich gar nicht. Ich hätte jetzt irgendwelche Witze über Leute gemacht. Ja, vielleicht noch ein Thema zu diesem Deep Dive, den du angesprochen hast. Ja. Ich glaube, man muss es halt schaffen, jemanden zu finden, der nicht ein persönliches Involvement hat. Weil genau das. Allzu oft sind dann die Leute, die sagen, na, Elektro verlaufen wir uns, entweder die sind stark investiert oder persönlich mit Expertise halt stecken sie drin beim Thema Wasserstoff oder halt beim Thema klassische Verbrenner. Und da hast du halt dann auch einen persönlichen Anreiz, das jetzt nicht so gut zu finden. Und das wird es in der anderen Richtung genau das Gleiche geben. Ja, und das wollte ich genau sagen. Ich habe noch nie ein Thema in eben 12 Jahren Startup gesehen, das so polarisiert wie das Thema der Elektrifizierung von Autos und generell, weil es nur diese Lager gibt. Und ich habe nie jemanden gesehen, genau, der mir ganz nüchtern sagt, so ist es. Und deswegen, dass man sagt, aha. Und ich habe bei all den anderen Sachen, die ich sehen durfte, mir relativ schnell immer eine solide Meinung bilden können, die ich auch mit all den anderen Leuten in dem Bereich schnell teilen kann. Und dort ist es, I don't know. Schon ein richtig langer Podcast, oder? Ich würde sagen, eine News machen wir noch. Wir wollen über eine 3D-gedruckte Rakete sprechen. Das ist mal geil. Oder? So ist es. Ja, gut. Ja, nächster Punkt. Also, es gibt ein Startup namens Relativity Space und die haben sich eben fokussiert auf 3D-gedruckte Raketen und die hatten ihren ersten Launch. Und das Ding ist tatsächlich mal in die Luft geflogen. Ist nicht bis in den Orbit gekommen. Also, es war jetzt nicht vollendet, dieser Versuch, aber für einen ersten Versuch durchaus ansehnlich. Das ist ja durchaus, ich sage jetzt mal, normal, dass bei Raketentests die ersten Versuche nicht unbedingt bis zum Ende es durchschaffen. Cool, dass das mittlerweile möglich ist. Grundsätzlich ist dieser 3D-Druckspace auch einer, der schon lange so am Lungern ist und irgendwie schon viel Potenzial mitbringt, aber es noch nicht geschafft hat, diesen Schritt in die Masse zu machen. Finde ich spannend, ob,
ob es da in den nächsten Monaten auch einen Durchbruch gibt. We will see. Bleibt abzuwarten. Schön finde ich, dass diese Mission, die erste hieß, hatte den Spitznamen Good Luck, Have Fun. Und das finde ich halt cool, und du sagst es ganz ehrlich, wenn so etwas beim ersten Flug nicht passiert, wenn man sich die ganzen SpaceX-Flüge von damals anschaut, dann ist es cool. Haben wir gesehen, da sind einfach viele Flüge, waren notwendig, bis es perfektioniert wurde. Und ja, auch die Jungs, die am Mond gelandet sind, das war nicht Apollo 1, das war Apollo 11. Und auch das ist naheliegend. Apollo 1 hatte ein sehr tragisches Schicksal. Aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, weil der Podcast ja eigentlich schon viel zu lang ist. Ich würde sagen, stattdessen wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo wir mit unserer nächsten Rubrik weitermachen. Oder? Jawohl. Ja, und wir machen weiter mit unseren Rockstars der Woche. Da gibt es ja immer wieder diesen Ausdruck, ja, ich bin gerade in einem Stealth-Startup, in einem Undercover-Startup und ich darf gerade nicht drüber reden. Und meistens ist es relativ viel heiße Luft und eigentlich macht man irgendwie etwas, wo man in einem Coworking-Space sitzt und Frappuccino trinkt. In seltenen Fällen hört man allerdings wirklich lange nichts von bestimmten Persönlichkeiten. Und dann ist plötzlich wirklich dieser Auftritt, dieser Moment, wo man vor den Vorhang geht und sagt, hallo, da sind wir, das haben wir gemacht. Ja, und diese Woche ist wirklich ein echtes Stealth-Startup ans Licht gekommen. Mal so richtig ordentlich. Und die heißen Z. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, aber ich könnte mir vorstellen. Und sagen, hallo, da sind wir. Uns gibt es übrigens schon eine ganze Weile, seit 2018. Mittlerweile sind wir 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir wollten euch sagen, dass wir gerade eben 13 Millionen Euro aufgestellt haben. Servus. Das ist mal okay, würde ich jetzt mal behaupten. Und macht die jetzt eigentlich auch zu mehr als gebührenden Rockstars der Woche. So wie man sagt, hier, ich habe an einem Album gearbeitet und jetzt sind wir da und dann ist man plötzlich Nummer 1 in den Albumcharts, oder? Ja, ich finde grundsätzlich, die Musikszene gibt viele Parallelen mit der, mit der Startup-Szene, wo die VCs sowie die Record-Labels sind und es geht nur darum, den nächsten großen Hit zu finden, weil es eigentlich ein Hit-Business ist. Aber ja, also grundsätzlich darauf zurückkommend, ich weiß nicht, wie sehr sie wirklich Stealth waren und wie sehr sie halt einfach keinen großen Pahö gemacht haben über das, was sie tun. Aber sie sind ein sehr schönes Beispiel, dass diese Zeitenwende, die wir aktuell sehen in den letzten, in den letzten Monaten, dass das natürlich Startups zugutekommt, die von Anfang an ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, die sich halt nicht den Hype des VC-Case hingeben, sondern die sagen, okay, wir wollen profitabel sein, wir wollen schauen, dass wir einen Wert stiften und lassen uns jetzt von dem ganzen Drama, was da rundherum passiert, nicht viel anhaben. Und da ist Z ein sehr schönes Beispiel. Also unsere Rockstars sind die zwei Gründer, der Andreas Zettini und das Sasan Hashemi. Auch der eine oder andere alte Bekannte hier, die es geschafft haben mit einem Produkt, das Industriebetrieben, allen voran Autoherstellern, es ermöglicht, dass sie im Produktentwicklungsprozess relativ früh Kosten und CO2 für neue Produkte kalkulieren können und so schon im Prozess deutlich bessere Entscheidungen treffen. Und das kommt sehr gut an. Sie haben da einige der größten Automobilzulieferer aus Deutschland schon an Bord. Sie haben sehr gewichtige Investoren auch im Impact-Bereich. Das sind viele Signale, die einfach dafür sprechen, dass das jetzt viel Substanz ist, dass das Ganze auch unter der Haube wirklich funktioniert. Und da, sagen wir Big Congrats. Ja, richtig cool. Und jetzt musste ich doch einmal husten. Tut mir leid. Ganz stark. Ich bin gespannt, wie sich weiterentwickeln werden. Aber das ist mal richtig solide. Und wie gesagt, ich finde es sehr krass. In diesen Zeiten 70 Leute, das ist schon beeindruckend. 13 Millionen Investment in dem Space. Ich bin neugierig. Und es wirkt halt in einem Space, wo halt viel Bullshit-Bingo ist, dass sie etwas entwickelt haben, was plötzlich Hand und Fuß zu haben scheint. Wie gesagt, viel mehr als das, was in den ein, zwei Artikeln drüber steht, wissen wir auch nicht. Aber nur, was in den Artikeln drin steht, das klingt schon sehr, sehr, sehr verheißungsvoll.
dass sie da einfach mal ein bisschen Kontext zu viel heißer Luft geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das finde ich halt wirklich cool. So. Das war wieder mal, das war ein längerer Podcast. Aber wir haben ja eh schon am Anfang erzählt beim Intro, dass einer der Gründe ist, dass wir tatsächlich hier in die Osterruhe gehen und gemeinsam Eier suchen. Und deswegen wollen wir hier einen Podcast machen. Ach, ich kann das noch immer nicht sagen. Jetzt bin ich 41 und ich kann diesen Satz noch immer nicht ohne Lachen sagen. Aber das ist halt so. Und das ist auch okay so. Ich bin infantil bis zum Ende, glaube ich. Ja, von Anfang bis Ende, immer. Ja, das denke ich mir auch. Aber das ist ja auch okay so. Und wir freuen uns nichtsdestotrotz mit euch, nachdem ihr dann erfolgreich all die Eier gesucht habt. Ach, Markus, ich kann das nicht. Doch, ich schaffe das. So, jetzt schaffe ich es. Ich fokussiere mich. Nachdem ihr euch erfolgreich die Eier bemalt habt, sie versteckt habt und sie gefunden habt. Wünschen wir euch frohe Ostern und sehen uns nächsten Donnerstag. Das will er sagen. Viel Glück mit den Eiern und wir sehen uns dann am Donnerstag. Und jetzt wollte ich fast sagen, Lebensmittelfarbe geht nicht überall schnell runter. Just saying. Da spricht jemand aus Erfahrung, ne? Glauben, lustig sein zu müssen. Nein, es kommt drauf, ich meine die Hände. Ja, verstehe, okay. Ja, selbstverständlich. In dem Sinne hören wir jetzt an der Stelle auf. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Take care, stay safe. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, bye bye.